Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte gnädige Frau. Ich freue mich sehr, dass wir heuer wieder der Tradition folgend die Präsentation des Weines für den Wiener Opernball hier bei uns im 20. Obergeschoss machen können. Wir freuen uns sehr, wir tun das auch sehr, sehr gerne. 60 Jahre Opernball, 60 Jahre eine große Tradition. Ich werde heute hier auch aus Tradition nichts verraten, was am Opernball passieren wird. Ich kann Ihnen aber so viel verraten, dass ich mich sehr, sehr freue, dass wir heuer wieder Winzerkrems am Opernball haben. Jede und jeder von Ihnen wird das eine oder andere Mal schon erlebt haben. Dort, wo Wein vorhanden ist und wo Wein konsumiert wird, natürlich in entsprechenden Maßen, dort ist auch entsprechende Lebensfreude vorhanden. Und ich wünsche vor allem nicht nur dem Opernball viel Erfolg zu seinem Jubiläum, sondern ich wünsche mir vor allem, dass gerade der Opernball eine exzellente Auslage auch heuer wieder wird für die exzellente Qualität des niederösterreichischen Weines. Danke an Sie, dass wir Ihre Opernballgäste wieder am 4. Februar mit Winzerkremsweinen verwöhnen dürfen, sowohl beim Opernball Heurigen als auch wir sind mit dem Kremser Goldberg, Grüner Veltliner, in jeder Loge auf der Weinkarte. Wir haben ja Weine nicht nur zum Anschauen und zum Nippen, sondern auch zum Verkosten und zum Trinken. Und diese Serie, die ist wirklich eine Serie, die mir Ehrfurcht abgerungen hat, wo ich nur gratulieren kann.